Salut, sind der Paul, wir sind heute bei Guden und heute weiß ich nicht, wenn ich ganz einfach Risotto möchte. Wie gesagt, das ist ganz einfach Zeit, es sind nicht viele Zutaten, es sind heute 400 Gramm Risotto-Reis, ein großes Reiszwiebel, ein Stück Mozzarella, heute ist Camorza, das ist ein gerichteter Käse aus Italien, ein Stück Parmesan und ein bisschen Butter für den Konsumsbrunnen und an der Küche und noch ein Diplomat, 1,5 Liter Gemüsebrühe kochen, das ist für später. Da sieht ihr, wie weit das kommt. Wir fangen nur mit der Zwiebel, wir schälen sie just, schneiden sie in Küben, aber uns mal ein bisschen Butter. Die Zwiebel ist geschnitten, können ein bisschen Butter in Pan. Und dann, wenn die Butter geschmolzen ist, machen wir Zwiebeln dran und dann lassen wir die gut 5 Minuten gehen. Und dann kommt auch schon der Reis dabei. Die Zwiebel ist für ungefähr 5 Minuten bei mittlerer Zeit gegangen. Das ist Zeit für den Reis dabei zu machen. Ihr könnt auch noch an die Pan, größtenteils. Wir rühren das zusammen und dann lassen wir das auch so für gut 5 bis 10 Minuten gehen, bis ihr seht, dass der Reis anfängt, ein bisschen glasig zu gehen. Und dann löschen wir das ganz doof mit 1, 2, 3 Stunden weißen Wein. Und am besten will der weiße Wein hier dran oder auch wenn du bei mir sind, für mir ist der Rett und Kochen. Der Reis haben wir noch so weit, weil wir wissen, ob sie über 5 Minuten locken. 1 bis 2 Gläser, 3, 4, 1 bis 2 Gläser weiße Wein dabei, für das Ganze ein bisschen aufzulaschen. Und das hat am besten 3 Gläser Wein. Dann müssen wir das just verkochen. Und sobald er, wenn er daran rührt, dass kein Flüssigkeit mehr da ist, fängt man an, den Gemüsebouillon beizusetzen. 1-2 Löffeln und dann, wenn er im Vorder ist, schmachen wir, kommen noch Löffeln dabei, schmachen wir, noch Löffeln, so lange bis der Reis gekocht ist. So, nun, wo den ganzen Wein endlich verkocht ist, machen wir ein paar Löffel vom Gemüsebouillon dabei, bis wir den ganzen Reis bedeckt haben. Und nun lassen wir das gehen, bis der ganze Bouillon verkocht ist oder bis der Reis abgesaugt wird. Schmachen wir, wenn es noch fehlt, machen wir rum bei, bis der Reis zu 90% durch ist. Wenn er 90% durch ist, könnt ihr den ganzen Käse endlich dabei. Wie ihr seht, der ganze Bouillon ist nun verkocht. Nun bedecken wir das Ganze drin. Und dann warten wir, bis er drin vor das, verkocht das, schmachen wir. Und dann gucken wir weiter. Der Reis ist so gut wie fertig. Lo rappen wir just noch 50 Gramm Parmesan, 100 Gramm Scamorza und ich stecke Mozzarella, wo ich mit den Händen dran zu rappen. Lassen wir das ein bisschen schmelzen und dann sind wir fertig. Der Parmesan und den Scamorza sind echt für den Google dort, wie das den Parmesan ein bisschen mehr salzig ist. Scamorza, das ist ein gerichteter Käse. Könnt einen exzellenten Goût haben im Risotto. Und der Mozzarella ist also für die Textur, dass das alles ein bisschen mehr cremig wird. Just now, this morning, so, der ganze Käse ist geschmolzen. Lo geht es just noch um zerweieren. Egal, Löffel. Machen wir 2 raus. So. Ganz ein bisschen Basilikum für das schön zu garnieren. Und du hast mal sich mehr, was euer Gericht besser ist wie immer. Ganz ein bisschen Trüffelöl. Und du hast alles. Ein einfaches Risotto, wo du mal 13 verschiedene Sorten Käse könnt, auf ein anderes Level bringen. Viel Spaß mit Nachgucken. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den LFF Media Channel. Und ich wünsche euch dann noch einen guten Tag.